So, also gut. Ich bin da mal zurück. Ja, und der Key ist wohl mit Layla zu reden. Nochmal. Baby? Warum? Wie soll man denn darauf kommen? Vorsichtig. Zurück zum Sport. Wie soll man denn darauf kommen mit dem Baby? So, und jetzt würde ich mal sagen, also ich habe jetzt nicht weiter gelesen, ich würde jetzt mal sagen, ich muss es mal mit dem irgendwie reden. Willkommen, meine Damen und Herren. Was zum... Was ist das denn? Wo hast du das Ding denn gefunden? Das muss so etwas wie Nachwuchs sein. Ausgewachsen können die Dinger einen Meter groß werden. Geh mir aus den Augen damit! Ich will es hier nicht mehr sehen! Okay, gut. Dann das Baby mit dem Lautsprecher. Was ist das denn? Geh mir aus den Augen damit! Ich will es hier nicht mehr sehen! Ah ja, okay, dann ist hier. Er ist der hellste, ne? Dann war der Stab doch noch zu irgendwas zu gebrauchen. Ja, so unbequem wie es aussieht. Mindestens. Warum bist du nicht auf deinem Posten? Ich musste mal austreten. Und was hat der nackte Mann dort damit zu tun? Das ist etwas kompliziert. Hast ihn aufgemischt, was? Ist das dieser Versager von einem Luftschiffkapitän? Warum hacken immer alle auf ihm herum? Ich habe gehört, er soll sehr kompetent, intelligent, sehr schön und clever sein. Genau. Wir sehen uns heute Abend. Hey, ich... Ja, du kannst doch jetzt rein mit der Uniform, oder? Oh, yeah. Also komm, auf. Wunderbar. So, dann müssten wir doch jetzt eigentlich die Schalter betätigen können. Ich vertraue Vieh-Technologie ein wenig mehr als Gnomen-Technologie. Diese Geräte reißen mir vermutlich nur wenige Gliedmaßen ab. Leute, seid ihr ein bisschen dumm oder so? Hier, komm auf, Schalter betätigen, alle beide. Verstehe. Okay, jetzt da. Dass mir was deutlich werden muss hier. Auf. Und jetzt. Schieberegler. Hey, was ist das für ein Radau? Es funktioniert. Ihr da, loslassen! Jetzt oder nie? Nie. Scheißding. Wieso haben die denn ihre Verkleidung jetzt verloren? Was soll das denn? Ach, lass sie! Sie sind unwichtig! Komm rein und verriegle die Tür! Du musst sie mir nur noch ein paar Minuten vom Hals halten! Dann ist meine wundervolle Waffe fertig! Gerettet! Vater krank! Wir könnten alle zusammen mit der Mary zu einem Heiler fliegen. Nein. Zu schwach. Große Maschine. Ach, Munkus ist im Heiligtum und dieses verfluchte Zepter hat schon wieder nicht funktioniert. Wie willst du ihn überwältigen? Ihr rauslocken? Ich besiegen? Klar können wir Munkus da irgendwie rauslocken, aber wie willst du ihn besiegen? Layla Plan. Also, ich weiß nicht.
Sie ist unsere einzige Hoffnung. Okay. Also, nochmal im Detail. Wie lautet dein Plan genau? Ihr rauslocken? Ich besiegen. Könnte von mir sein. Komm schon, Kleiner. Zeit, etwas wirklich Dummes zu tun. Wirklich guter Job da im Heiligtum. Wir sind ein prima Team. Apfelrüste? Ja, Moment mal. Da wird doch jetzt mit Sicherheit der Stab wieder funktionieren, oder? Dann hat das doch noch einen Sinn dahinter, dass man den Stuhl zur Erde verwandeln kann. Nun lass mich nicht wieder im Stich. Ich sollte wieder ins Apfelverkäufer-Business einsteigen. Mit diesem Zepter wäre ich der Apfelverkäufer-König. Aber natürlich bringe ich das Zepter zurück zum Erzmagier, wenn wir Layla und die anderen befreit haben. Selbsterklärend natürlich. Was will man schon mit einem Zepter, das einen die Zeit manipulieren lässt? Ist ja nicht so, dass eine alte Königin einem ihr halbes Reich geben würde, wenn sie noch einmal jung sein könnte. So, was können wir denn jetzt mit einem Apfelbaum machen? Der Baum ist kerngesund und trägt reichlich Äpfel. Ich habe den grünen Daumen, den hatte ich schon immer. Saftig, knackig, süß und sehr gesund. So, nur, was machen wir mit den Äpfeln? Interessant, da ist gar keine Wache mehr. Oh, ich ahne was. Ich ahne was. Und jetzt die Äpfel faulig machen, ne? Oh, da steigen einem ja die Tränen in die Augen. Was zum... Wir befinden uns in einem geschlossenen Raum, zum Teufel! Aber ich habe nicht, Sir. Es reicht. Ich werde mein Spielzeug ausprobieren. Halte hier die Stellung. Na also, läuft doch alles wie am Schnürchen. Ja, kommt jetzt mit so einer dicken Waffe raus und grillt uns jetzt vermutlich. Und müssen wir den kleinen Dicken nur noch... Es funktioniert! Als erstes werde ich... Hat ein bisschen zu viel Spider-Man geschaut, glaube ich. Kakerlaken zerquetschen! Hier noch irgendwas? Kabel? Decke. Ah, okay. Das hat mich ein bisschen geschockt, nehme ich an. Ich hoffe, deine Freundin hat einen guten Plan. Keine Bewegung! Was haltet ihr von meinem Spielzeug? Es lässt dich weniger fett erscheinen. Es macht mich zum Herrscher der Welt! Jeder meiner Getreuen wird eine eigene Maschine erhalten. Der eine wird schnell sein wie der Wind, der andere tödlich wie ein Drache. Ein dritter wird fliegen können wie... Hat einer von Ihnen auf den Punkt kommen können? Ich habe eine Maschine, die Maschinen bauen kann. Meine Maschinen! Wer will mich jetzt noch aufhalten? Layla? Was ist? Dein Einsatz, Layla. Das... wäre ein guter Zeitpunkt für eine überraschende Wendung gewesen. Es wird keine überraschenden Wendungen mehr geben. Und jetzt werdet ihr sterben. Nicht so schnell, hä?
Die Pinguine. Gehen! Jetzt! Ich lasse mir nichts von Fellhaufen und Pinguinen befehlen! Dann kämpfen! Für Freiheit! Feuer! Der ist mitgeflogen. Ja, ist klar. Das war alles? Na, jemand Lust auf grünen Eis? Ein Herz und eine Seele. Und das Herz haben wir ja auch wieder im Heiligtum. Also gut, das wäre dann also das Happy End. Das Böse ist besiegt, Leidas Vater wird geholfen werden und der kleine haarige Held bekommt das Mädchen. Mann, wirst du mich vermissen, wenn du mit deinen Freunden abhaust. Eben. Naja, ist ja nicht so, dass ich niemanden hätte. Die Mary hat er ja noch, ne? Da ist diese Knochenhand. Und Mary. Aber vielleicht kannst du ja aus einem Fenster schauen und mir zum Abschied winken. Ist eine Menge passiert in den letzten Tagen, oder? Ich habe ein Luftschiff gewonnen, bin damit abgestürzt, habe in den Nordlanden lauter Verrückte getroffen, habe ein paar neue Erzfeinde und einen neuen Freund. Ach, ich komme schon klar. Ich werde mit der Mary in den Süden fliegen. Irgendwohin, wo es schön warm ist und wo mich Marsas nicht finden wird. Außerdem habe ich noch das Zepter. Ich werde damit so lange auf Mary feuern, bis sie wieder jung und knackig ist. Eins musst du mir noch sagen. Wer seid ihr? Verstehe. Und das da ist so etwas wie ein Luftschiff, oder? Tja, dann heißt es wohl goodbye. Pass auf dich auf. Und wenn du mal wieder in der Nähe bist... Oh. Tschüss. Funktioniert wohl immer noch nicht so ganz die Maschine. Wieder einmal haben alle gewonnen, nur ich nicht. Ach, die Geschichte meines Lebens. Hey, da die Mary, da lügt er hier. Diese Geschichte wird gleich vorbei sein. Oh, ganz ruhig, ich... Hey, komm schon. So sind nun mal die Regeln. Am Ende triumphiert immer das Gute. Zeit für neue Regeln! Nein! Oh, eine kleine Babykröte. Die Windel hat's auch schon dran. Vieh! Du hast mir das Leben gerettet. Schon wieder. Euer Schiff, schnell!
Beeilung, uns bleiben nur noch... Was ist? Du musst... Vieh! Und dann sind sie weg. Du bist zurückgekommen und hast dafür... Ach, wer braucht schon Weiber, stimmt's? Wir lassen uns was einfallen, in Ordnung? Wie schwierig kann es schon sein, dich zu ihr zu bringen? Wir könnten den Erzmagier fragen. Oder wir lassen uns so ein Flugding bauen, wie ihr es habt. Ein unschlagbares Team mit jungen, dynamischen und gut aussehenden Typen wird das schon schaffen. Naja, ein gut aussehender. Na warte, Freundchen. Hey! Bleibst du stehen? Stopp! Ich krieg dich! Tja, Nate hat dann doch noch gewonnen. Ein Freund fürs Leben. Und damit sind wir am Ende des Spiels angekommen. Das war The Book of Unwritten Tales, die Kritterchroniken. Ja, doch, sowas auf Deutsch. Oder Critter Chronicles auf... Oder nee, die Viehchroniken auf Deutsch. Entschuldigung, die Viehchroniken. Jetzt spiele ich stundenlang das Spiel und kriege den Titel immer noch nicht hin. Ja, auf Englisch halt die Critter Chronicles. Ja, wir haben einiges erlebt, ja. Man sieht's hier nochmal. Den Yeti, die Petra, den Munkus natürlich und das U-Boot zwischenzeitlich und ja, und ganz viel anderes Zeug noch. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß beim Zuschauen gemacht wie mir beim Spielen. Auch wenn ich hier und da mal wieder ein bisschen an meine Grenzen gestoßen bin. Diese Malerei da war jetzt natürlich, ja, eine grenzwertige Erfahrung für mich. Und... Was war das andere noch, wo ich nochmal nachschauen musste? Ah ja, genau, mit dem Nate da reinzubekommen. Aber ansonsten hat es ja dann doch ganz gut halbwegs blind gepasst. Also ich habe tatsächlich geglaubt, ich würde mich an mehr Sachen erinnern, aber eigentlich war nichts mehr da im Endeffekt. Und somit war das eigentlich ganz, ganz ordentlich, wie es gelaufen ist. Ja, und das war jetzt im Endeffekt die Vorgeschichte vor dem ursprünglichen Book of Unwritten Tales, also von dem ersten Teil, der ja auch schon bei uns auf dem Kanal existiert. Und dann gibt es eben noch Teil 2, den ich hoffentlich auch irgendwann noch schaffe zu spielen. Und dann kommt er natürlich auch noch. Ja, und dann hoffe ich ja immer noch irgendwie, dass KingArt Games irgendwann mal sich doch nochmal dran setzt und einen dritten Teil macht. Denn so viel kann ich schon mal vorwegnehmen, Teil 2 ist nicht fertig, was die Geschichte angeht. Also da ist noch mehr zu erzählen. Aber soweit kommen wir dann irgendwann schon nochmal. Ja. Keine Viecher wurden während der Produktion verletzt. Steht hier noch ganz dick und fett dabei? Nee. Also auch der Blasebalg hat keinen Schaden hinterlassen, so wie es ausschaut. Haben die das jetzt echt liegen lassen? Damit kann man ganz viel Unfug machen hier auf jeden Fall. Ja, und damit sind wir jetzt auch durch. Das war es jetzt endgültig. Das heißt, Abspann noch und nöcher sind durch. War ja gar nicht so viel. Ja, dann bleibt mir eigentlich nur zu sagen, danke fürs Zuschauen. Und vielleicht sehen wir uns dann auch beim nächsten Spiel wieder. Ich würde mich freuen. Und ja, dann gerne auch mal Kommentare lassen, gerne auch mal allgemeines Feedback da lassen. Und dann, denke ich mal, sehen wir uns vielleicht beim nächsten Projekt wieder. In diesem Sinne, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.